Ja, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch heute in einem kurzen Video auf eine Veranstaltung hinweisen, die ich kommenden Monat in der Villa Stama in Georgsmarienhütte durchführen darf. Und zwar handelt es sich um einen Meisterkurs, Klavierkurs, um eine Klavierwerkstatt, Workshop für Klavier, wie man es auch immer nennt, der da stattfinden wird, und zwar am 13., 14. und 15. Mai. Und am 15. ist also ein Sonntag, Freitag, Samstag, Sonntag, und am 15. wird das also abends mit einem Abschlusskonzert der Teilnehmer enden. Und ich denke, das wird eine sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich möchte kurz nochmal darauf hinweisen, dass es auch eine überregionale Veranstaltung ist. Das heißt, ich würde mich freuen, wenn auch Pianisten außerhalb des Osnabrücker Raumes Lust hätten, Zeit hätten, Freude daran hätten, mitzumachen an dem Wochenende. Wer also gerne seine Fähigkeiten ausprobieren möchte, vielleicht auch einfach mal mit einem anderen Lehrer arbeiten möchte, um einen anderen Input zu bekommen, neue Sichtweisen auf Stücke zu kriegen, wer zum Beispiel eine Prüfung vorbereitet und sagt, da möchte ich mich freispielen, der darf das natürlich dann am Sonntag auch. Und im Zuge des Kurses vor Publikum findet der Unterricht auch statt. Also es sind alle Leistungsstufen herzlich eingeladen, da mitzumachen. Auch alle Altersstufen sind mitzumachen und können mitmachen. Und es ist mir auch nicht unbedingt jetzt wichtig, dass jemand jetzt professionell Musik macht. Es darf auch ein sehr interessierter Laie, Liebhaber des Klavierspiels gerne mitmachen. Das Motto des Kurses eigentlich lautet über Grenzen hinweg. Also das soll bedeuten, dass auch Kinder zum Beispiel aus dem Flüchtlingsbereich herzlich eingeladen sind, mitzumachen, die vielleicht aufgrund ihrer Biografie momentan nicht in der Lage sind, Klavier zu spielen, aber es vielleicht können und es vermissen. Auch die dürfen gerne kommen. So hat man also eine ganz bunte Mischung, sage ich mal, der Gruppe. Ich rechne so ungefähr mit 8 Teilnehmern. Durch die 2-3 Tage ist der Zeitraum natürlich relativ limitiert, aber wir werden versuchen, dann natürlich jedem gerecht zu werden. Und wichtig wäre mir, dass man, wenn man teilnimmt, auch am Abschlusskonzert etwas spielt. Das muss kein Riesenstück sein, aber es sollte wenigstens jeder Teilnehmer ein Klavierstück vortragen auf dem Abschlusskonzert. Das wird höchstwahrscheinlich den Sonntag dann um 18.30 Uhr sein. Alle, die nicht aktiv mitmachen, können auch gerne passiv zuhören, können in die Villa kommen, können schauen, was passiert. Natürlich sind alle Zuhörer auch herzlich eingeladen zum Abschlusskonzert am Sonntag. Ja, das darf ich auch nicht vergessen, gesponsert wird das Ganze von der Stadt Osnabrück, der Friedel und Gisela Bodenkamp Stiftung, dem Museum Villa Stama und dem Freundeskreis e.V. des Museum Villa Stama. Für die Sponsoren hoffe ich, dass es auch für die Sponsoren eine schöne Veranstaltung wird. Ich glaube, dass das Klavierspiel immer noch eine Breite von Menschen ansprechen kann und dass jeder aus seiner persönlichen Motivation heraus Klavier spielen darf und Klavier spielen sollte. Ja, meldet euch einfach gerne, wenn ihr mitmachen möchtet, und ich würde mich freuen auf eure Nachrichten. Tschüss!